Der FC Bayern München besiegt den FC Arsenal im Champions League Viertelfinal-Rückspiel mit 1:0. Damit ist das Ergebnis nach zwei Spielen 3:2 für den FC Bayern. Das Hinspiel endete ja in einem 2:2. Der FC Bayern München qualifiziert sich somit für das Champions League Halbfinale nach dem BVB. Das zweite deutsche Team, was es in diese Endrunde geschafft hat, unter die letzten vier. Zwei deutsche Mannschaften unter den letzten vier. Keine einzige englische Mannschaft, denn ihr seht es hier, Real Madrid besiegt Manchester City. Da steht er nicht ohne Grund, denn der Sieger aus dem Spiel ist der Gegner vom FC Bayern. Das heißt, der FC Bayern spielt hier gegen Real Madrid am 30.04. in der Allianz Arena. Da bin ich natürlich live, Leute, bei dem Spiel. Keine Frage. Deswegen abonniert mal den Kanal, um das auf keinen Fall zu verpassen. Und das Rückspiel ist, glaube ich, am 7. oder 8.05. Markiert euch die Termine im Kalender. Ich werde bei beiden wieder live sein, jeweils ab 19 Uhr. Ich hoffe, ihr habt Bock. Und in diesem Spiel, in diesem Video, bewerten wir die Leistung aller Bayern-Spieler für diese Partie. Wer war Mann des Spiels? Wer war sehr gut? Wer hat nur gut gespielt? Wer war in Ordnung? Und schwaches Spiel machen wir aber mal weg. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Rafael Guerreiro, denn der hat für mich ein sehr gutes Spiel gemacht. Und das geht nicht nur ihn, obwohl doch kurz zu ihm, denn Rafael Guerreiro hat auch das 1:0 vorgelegt. Guerreiro hatte die Vorlage für den Kopfball von Joshua Kimmich. Er flankt, er spielt eine Flanke von links in den Strafraum. Relativ unbedingt, weil Ben White ihm da gut Platz gelassen hat. Und dann kommt da in der Mitte Joshua Kimmich angerauscht, der den Ball schön gegen die Laufrichtung von Keeper Raya geköpft hat. Das hat mir gut gefallen. Das ist das, was ich nur zu Guerreiro sage. Und jetzt eine Premiere. Wir hatten ihn lange nicht mehr in der Spielerbewertung. Ich weiß gar nicht, wo der gute Mann denn hier ist. Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir ihn denn? Wo ist Nusir Masraoui? Bin ich blöd? Da, ich war blöd. Denn Nusir Masraoui und Konrad Leimer, sage ich schon. Nusir Masraoui und Kollege Rafael Guerreiro haben das so geil gemacht auf links. Ich habe eben Statistiken von Bukayo Saka vorgelesen. Also keine, der Kerl hat kein Tor, offensichtlich nicht zu null, keine Vorlage. Der hat keine, also nicht mal eine gefährliche Chance kreiert, 0 von 4 Flanken angebracht und 0 von 3 Dribblings komplettiert. Denn diese beiden Männer haben Bukayo Saka, einen der besten Flügelspieler der Welt, der spielt eine super Saison. Die Männer haben den Mann einfach unter Kontrolle gehabt, als wäre es ihr Schoßhund. Die haben nichts zugelassen. Die haben das so geil verteidigt und da muss man beide loben. Rafael Guerreiro, der hier auf dem linken Flügel stand, das heißt eine ungewohnt offensive Rolle an sich hatte. Aber man wusste natürlich, dass er defensiv sehr, sehr viel mitarbeiten muss, dass er da gebraucht wird. Und das hat er gemacht und da hat er sich gezeigt, das war einfach richtig, richtig geil, was Rafael Guerreiro gespielt hat und auch Nusir Masraoui. Er ist sein zweites Spiel oder vermutlich sein zweites Spiel in richtig beim FC Bayern als Linksverteidiger. Ich glaube, er hat es vorher schon mal gemacht, vor jetzt Köln und heute. Aber es war an sich erst sein zweites richtiges Spiel und der hat super geil gemacht. Der hatte auch überhaupt keinen Rhythmus, hat sich Anfang des Jahres verletzt, war dann beim Afrika-Cup dabei mit Marokko, wurde da auch so halb verletzt, ein bisschen zu früh wieder reingeworfen, nicht in Rhythmus gekommen, hier eine Muskelverletzung wieder gehabt, dann ein paar Wochen ausgefallen. Jetzt ist er zurück und macht hier so ein geiles Spiel gegen Bukayo Saka zusammen mit der Unterstützung von Rafael Guerreiro. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass man durch diese Leistung jetzt sagt, dass okay, das testen wir weiter, vielleicht können wir Alphonso Davies gehen lassen und brauchen gar keinen hochkarätigen Ersatz, weil Nusir Masraoui das wirklich, wirklich gut gemacht hat, allerdings nicht zu hoch loben, das Spiel gegen Köln war natürlich nicht so geil, aber ja, doch, wir loben es hoch, weil wir sind im Europapokal-Halbfinale, Europapokal, das war einfach geil, der FC Bayern zieht da ein. So, wen haben wir denn noch? Du hast nicht gespielt, du nicht, hier wurde überhaupt nicht gewechselt, der nächste, der Mann, Matthijs de Ligt, und der Kerl hat mir so gut gefallen wieder. De Ligt hat viele Anweisungen von seinen Mitspielern bekommen, sowohl von Dyer als auch von Kimmich, die meinten, ja, rück hier weiterhin oder komm weiter ins Zentrum. Aber was De Ligt für mich wieder in diesem Spiel so gut gemacht hat, waren seine Blocks. Der schmeißt sich in Zweikämpfe rein. Das ist wirklich wie ein Verrückter. Jagt er den Ball hinterher. Ich glaube, er hat kein einziges Foulspiel begangen. Matthijs De Ligt, super saubere Partie. Wirklich viele Zweikämpfe gewonnen für den FC Bayern. Das hat mir richtig gut gefallen. Es hat richtig Spaß gemacht, Matthijs De Ligt zuzugucken hier in dieser Partie. Das war echt geil. Matthijs De Ligt, super in die Zweikämpfe geworfen, war geil. Machen wir weiter. Boah, Jamal Musiala, vielleicht bekomme ich ein bisschen Hate, aber der Mann war heute abgemeldet über einen Großteil vom Spiel. Der hatte einen Schuss, glaube ich, aufs Tor, vielleicht zwei, aber der wurde größenteils von Jorginho und Jorginho hat durch die ersten 60, 65 oder vielleicht sogar 70 Minuten gespielt. Da war Musiala eigentlich komplett abgemeldet. Der wurde quasi in Manndeckung genommen, konnte nicht wirklich hinten rausspielen. Er hat keine Fehler gemacht und teilweise hat er mal hinten den schnellen Pass gespielt und in der Offensive auch was versucht. Aber overall war das tatsächlich echt relativ wenig im Vergleich zu sonst von Jamal Musiala, der jetzt ja auch irgendwie seit der Länderspielpause generell nicht so richtig heiß drauf ist. Da müssen wir mal gucken, was das ist.
Insgesamt natürlich an sich keiner schlecht gespielt, aber weil wir hier schon echt einige haben, die richtig geil waren, würde ich Musiala eher in Ordnung packen. Dann machen wir weiter mit Eric Dier, denn der hatte eine sehr, sehr spannende Rolle. Kai Havertz, ihr seht es ja hier, Kai Havertz war der Stoßstürmer auf dem Papier vom FC Arsenal. Und Eric Dier, den sehen wir da hinten in der Innenverteidigung, der gute Mann hatte nämlich die Rolle, also es muss so gewesen sein, Kai Havertz wirklich auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Und wenn Kai Havertz auf Toilette gibt, dann kommt Dier auch mit. Der ist da teilweise wirklich bis zur Mittellinie rausgerückt, wenn sich Kai Havertz mal angeboten hat, wenn die Gunners gerade am Ball waren. Hat mir super gefallen. Hat ihm auch immer noch so ein. Wäre es andersrum, hätte ich es nicht gefallen, aber so als ne, Fan von FC Bayern immer so einen kleinen Schubser noch mitgegeben. Fand ich geil, war da echt oft. Hat sich auch gut in die Zweikämpfe geschmissen. Für mich einfach ist es, er ist einfach einen Tacken schlechter als Matthijs de Ligt, oder nee, schwächer, sagen wir es so. Oder Matthijs de Ligt ist einfach einen Tacken besser, sagen wir so. Und das klingt einfach auch nochmal netter. Aber das ist, ja, auch er hat insgesamt gut gespielt in dieser Partie, genau wie sein Tottenham-Kollege Harry Kane. Kane hatte zwei Abschlüsse, glaube ich, auch nur. Oder drei in der ersten Halbzeit direkt mal einen ziemlich guten und dann der doch ein paar mehr Möglichkeiten auch. Aber im Endeffekt hat er natürlich, also nicht natürlich, es ging 1-0 aus, Kimmich schießt das einzige Tor, dann schießt natürlich Kane kein Tor. Aber Harry Kane hat vorne echt viele Bälle festgemacht. Und gerade zum Schluss, wenn Tuchel noch ein bisschen anders gewechselt hätte, obwohl ich natürlich auch verstehe, dass die Wechselsituation dieses Mal ausgesprochen schwierig war, denn normalerweise kannst du ja easy hier vorne wen von den Offensiven auswechseln. Aber Tuchel hat irgendwann Masraoui ausgewechselt, dafür kam dann Minjae Kim und dann hat er irgendwann Sané runtergenommen, dafür kam dann noch Upamecano. Also keine offensiven Wechsel, weil er halt eben auch Guerreiro nicht runternehmen konnte, denn ihr seht ja, der steht dann nominell als Linksaußen, wurde aber sehr weit zurückgezogen, um halt in der Defensive zu unterstützen und das haben wir gebraucht. Deswegen war es schwierig, wen Offensives noch zu bringen. Aber ich glaube, wenn hier noch wer Offensives gekommen wäre mit Speed, also einen Tell, Mathys Tell mit Speed oder einen Saragossa, aber das wäre dann unrealistisch, eher einen Mathys Tell mit Speed, dann hätte das richtig geil sein können, wenn Kane die Bälle so festmacht, den klatschen lässt und dann direkt mit dem Kopf weiterspielt. Das hätte richtig cool aussehen können. So, Harry Kane, gut mitgespielt. Hat mir gefallen, hat mir gefallen. Genauso gut gespielt hat auch Leon Goretzka. Der war teilweise im ersten Durchgang, fand ich ihn ein bisschen sowohl unsicher als auch ein bisschen. Da hat man nicht so viel von ihm gesehen. Er hat halt die Wege viel zugelaufen. Das fand ich wieder gut von ihm. Hat die Wege zugemacht, viele, viele Meter gemacht. Passspiel solide, sich in der Offensive mit eingeschaltet hätte. In der 50. war es, glaube ich, wirklich direkt zum Anfang der zweiten Halbzeit. Hatte der einen super Kopfball nach Flanke von Joshua Kimmich, der ging ans Lattenkreuz, Pfosten, wie auch immer. An sich macht er alles richtig. Also die Flanke kommt von rechts, Goretzka steigt hoch und zack, drückt den Ball aufs Tor und nach links. Hat alles richtig gemacht, sogar über den Keeper, aber dann leider an die Latte. Da einfach Pech für Goretzka, sonst wäre das noch frühere 1-0 gewesen. Das hätte dem FC Bayern halt auch so richtig, richtig, richtig gut getan. Machen wir weiter mit Upamecano. Der wurde zum Schluss eingewechselt. Da ist nichts mehr passiert mit dem. Den würde ich, glaube ich, aus der Wertung einfach rauslassen. Minjae Kim, gut gemacht. Hat als linker Verteidiger wurde der eingesetzt erst. Und dann ganz zum Schluss hat Bayern tatsächlich mit vier Innenverteidigern gespielt. Also wirklich vier Männer in der Innenverteidigung. Plus Rechtsverteidiger, plus Linksverteidiger, als dann Guerreiro und Kimmich noch weiter zurückgezogen wurden. Das war echt crazy. Das war echt, echt heftig. Also eine Sechs-Mann-Abwehr plus zwei Sechser davor. Aber ja. Man tut das, was man tun muss, um Spiele zu gewinnen. Und Minjae Kim hat das auch gut verteidigt. Hat, glaube ich, 70 Minuten, 20 Minuten knapp gespielt, vielleicht 25. War in Ordnung. Wir machen weiter. Also war gut in Ordnung. Ne? So, aber für die Zeit war gut. Wir machen weiter mit Konrad Leimer. Ey, auch der Mann hat mir wieder gut gefallen. Vor dem 1-0 hat er in der eigenen Defensive eine sehr, sehr wichtige Szene, als er Ødegaard und noch wem davonläuft, sich nicht faulen lässt, sondern einfach elegant über die Grätsche rüberspringt. Und dann den Angriff mit einleitet, hatte auch ein, zwei schwache Aktionen, hatte in der ersten Halbzeit einmal einen sehr, sehr kritischen Ballverlust. Aber ich fand einfach, Konrad Leimer, der kriegt von mir auch wirklich wenig Lob. Aber das heute war wieder, der war der persönliche Aufpasser von Martin Ødegaard, stand die ganze Zeit an ihm dran, hat die ganze Zeit ihn verfolgt auf dem Platz und hat einfach wirklich viele Meter gemacht und wahrscheinlich auch viele, viele Meter, die wohl wehgetan haben. Deswegen hat Leimer 90 Minuten durchgespielt. Eigentlich kein Fan von ihm, aber das war wirklich, wirklich gut. Dann können wir weitermachen mit. Ja, er ist unser Man of the Match, Joshua Kimmich. Er erzielt das Tor zum Halbfinale. Der Kopfball ins Herz der Gunners. Und das hat mich richtig gefreut für ihn. Joshua Kimmich, muss ich einfach sagen, das habe ich auch am Montag bei meinem Ausstellungsvideo, habe ich es auch gesagt. Kimmichs Leistung, die gehen in so einem Zackenformat quasi. Der spielt. Also der macht ein gutes Spiel, dann wieder ein bisschen schlechter, dann wieder gut, dann wieder ein bisschen schlechter, dann wieder besser, wieder schlechter und so weiter. Aber insgesamt ist es halt eine Verbesserung von, ja, nicht von Spiel zu Spiel, aber insgesamt gesehen ist es halt die Verbesserung da.
Und heute war, glaube ich, die Krönung. Also Gabriel Martinelli auch komplett abgemeldet worden von Kimmich. Der kam da über rechts gar nicht zur Geltung, hat gar keine Chancen kreieren können für die Offensive. Das fand ich richtig gut, das hat mir richtig gefallen. Das hat richtig Spaß gemacht, Kimmich zuzugucken. Immer wieder was in der Offensive versucht, hat diese geile Flanke auf Leon Goretzka, die fast zum Tor geführt hätte, und schießt dann selber oder köpft dann selber das Tor. Einfach saugeil. Saugeil. Kimmich, ein Kämpfer. Ich gönn's ihm auch. Es ist nicht immer einfach. Vielleicht ist er wirklich einfach Rechtsverteidiger. Vielleicht ist er nicht der Mann auf der 6, sondern unser Rechtsverteidiger. Wir werden ja sehen, wie der weiterhin eingesetzt wird. Das hat auf jeden Fall wirklich Spaß gemacht. Dann machen wir weiter mit Manuel Neuer. Auch Manuel Neuer hat sehr gut gespielt. Hinten immer cool geblieben, die 0 gehalten, hält den Rekord mit. Ich glaube, es war sein 48. Spiel in der Champions League ohne Gegentor, hält, hat damit Iker Casillas abgelöst. Das heißt also, neuer Rekord, weiterer Rekord, den Manuel Neuer in den Geschichtsbüchern festgeschrieben hat. Auch er hat alles gehalten, was es zu halten gab. Echt zwei, drei Szenen, in denen er auch richtig, richtig, richtig stark war. Das hat einfach Spaß gemacht mit dem Ball am Fuß. Sorry Leute, mit dem Ball am Fuß. Sowieso immer stark, immer sicher. Hat ein paar wirklich auch geile Bälle rausgespielt in Richtung Dier an die Außenlinie, zu Masraoui an die Außenlinie. Ganz cool geblieben, egal wie groß der Druck war. Das hat mir einfach gefallen. Und dann haben wir noch zu allerletzt Leroy Sané als Spieler. Auch er hat mir wahrscheinlich hat gut gespielt. Es war sehr schwierig für ihn, weil Gabriel Martinelli hat genau das gemacht, was halt auch Rafael Guerreiro gemacht hat. Er ist nämlich sehr, sehr viel mit in die Defensive gekommen. Sané wurde fast immer gedoppelt von Tomiyasu hieß er, glaube ich, und eben Gabriel Martinelli, die waren da richtig stark, und dann kam oft auch noch auf der Seite der Declan Rice mit an. Das war nicht einfach, er hat viel versucht, hat die Flanke quasi vor dem 1-0, also die Flanke vor der Vorlage gespielt, hat einmal den Tomiyasu wirklich richtig rutschen geschickt, dass der die Beine breit gemacht hat. Das sah richtig geil aus, also die Szene sah cool aus, so, ne? Sané, ich hätte mir noch mehr einen Abschluss gewünscht, aber das war wahnsinnig einfach ein gutes Spiel. Und overall, wir machen auch noch Thomas Tuchel auch hier. Heute hat er einfach, ihr wisst es, ich bin Tuchel-Hater seit Tag 1, aber heute hat er einfach die richtige Einstellung gefunden und die richtigen Worte gefunden, um diese Truppe richtig heiß ins Rennen zu schicken. Der erste Durchgang war der FC Bayern schwächer, muss man sagen. Da hatte Arsenal war nicht wesentlich besser, aber Arsenal hatte leichte Vorteile. Von daher, das hat sich im zweiten Durchgang richtig gebessert. Bayern ist gut aus der Kabine gekommen. Im zweiten Durchgang wurden auch quasi keine Chancen mehr zugelassen. Arsenal hat da nicht viel machen können in der Offensive. Bayern schießt das Tor. Arsenal macht zuerst den Fehler und dann im Endeffekt gut verteidigt. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn er nochmal einen hier zum Beispiel Matis Tell hätte einwechseln können oder einen Pavlovic in der Defensive. Hätte mich gefreut. Macht im Endeffekt nicht. Es hat funktioniert. Jetzt geht's gegen Real Madrid. Ihr seht es hier, die haben gewonnen. Bleiben wir einfach noch kurz in diesem Bildschirm, weil es so schön ist, dass Bayern das Spiel hier gewinnt. Ja, schreib mir gerne deine Bewertung zu dem Spiel in die Kommentare. Wer war dein Man of the Match? Wen fandst du gut? Wen fandst du eher nicht so gut? Und abonniere natürlich den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ihr wisst es, 30.04. Champions League Halbfinale Hinspiel in München gegen Real Madrid. Und dann am, ich glaube, 8.05. ist es das Rückspiel im Santiago Bernabeu. Ich werde bei beiden Malen live sein, deswegen abonniere den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Check noch ein anderes Video ab und aktiviere die Glocke, um immer eine Benachrichtigung bekommen für alle Videos. Leute, es ist wie viel Uhr? 20 nach 12. Ich bin fix und fertig nach diesem Spiel. Es war ein geiles Spiel. Haut rein, abonniert den Kanal. Ciao, ciao.